Moin, Susaku hier, etwas krank, aber trotzdem für euch da mit dem Erfolg Hitzköpfe. Zunächst einmal solltet ihr eventuell das Trinket gereinigter Splitter des dritten Mondes haben. Das bekommt ihr auf Stufe 100 aus den WoD Timewalker Dungeons, wenn ich mich nicht irre. Falls doch, bitte einmal in den Chat unten schreiben, dann korrigiere ich das. Das absorbiert verdammt viel Schaden. Als zusätzliches solltet ihr auf jeden Fall uralte Heilflasks mit haben, also die aktuellen Heilpots. Ja, auf jeden Fall. Es gilt alles, was Schaden reduziert und der Heiler muss auf Zack sein. Wir haben das Ganze mit zwei Tanks gespielt, zwei DDs und einem Heal. In diesem Fall Diszi. Das Ganze geht aber auch mit jeder anderen Heilklasse. Zunächst einmal haben wir erst den Heiler sammeln lassen, dann die DDs, dann die Tanks nacheinander. Was müsst ihr überhaupt machen? Ihr braucht bei Ash Golem im Verlies der Wächterin auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch alle Gruppenmitglieder den Debuff entfacht. Wie bekommt ihr den? Indem ihr durch das Feuer lauft und 5 Stacks einsammelt. 5? Jawohl, 5. Nicht 4, nicht 6, 5. Dadurch verwandelt ihr euch automatisch, sofort bekommt ihr den entfacht. Das heißt, ihr macht es also so, zunächst einmal schickt ihr den Heiler rein, ja, das ist die einfachste Kombination. Ihr seht hier, nachdem er den Vulkan geschmissen hat, schmeißt er irgendwann eine Feuerpfütze und da sollte der Heiler sich direkt reinschmeißen und seine 5 Stacks gegenheilen. Anschließend kommt hier die Wand, da haben wir einen unserer Mages reingeschickt, zack, auch der, da kommt über eine Mille Schaden rein, also es ist wirklich massiv Schaden. Ich zeige euch am Ende auch das Heilmeter. Kümmert euch bitte vorrangig um die Ads, nebenbei den Boss ein bisschen klöppeln. So, wenn der zweite, also dass der zweite den Buff hat, sprich unser DD, der erste, sammelt der zweite DD die Pfützen ein, schnellstmöglich. Danach unser erster Tank, dann machen wir die Eulenphase, also sprich die Phase, in der der Boss eingefroren wird. Jetzt wird er bis auf 5, zwischen 10 und 5% runtergeprügelt. Bitte immer dran denken, die Ads machen. Durch diesen Buff erhaltet ihr nämlich mehr Feuerschaden, deswegen sollte der Main Tank das als letzter, das bin ich, als letzter einsammeln. Und es reicht auch, wenn ihr das einsammelt, kurz bevor der fällt. Ihr bekommt den Buff sofort, ihr kann ruhig danach sterben. Stirbt ein Mitglied, ein Gruppenmitglied oder hat ein Gruppenmitglied diesen Buff nicht, funktioniert das Ganze nicht. Deswegen sagte ich, nehmt dieses Trinket, das absorbiert verdammt viel Schaden, und ein Flask ruhig auch mittendrin reinwerfen. Nehmt alles, was ihr habt. Ja, es ist wirklich einfach. So, ab jetzt Tank Nummer 2 ist am Tanken und ich warte eigentlich nur drauf, dass ich meinen Buff jetzt einsammeln kann. Da kommt's, zack, ich bin drinne. Ihr seht jetzt 1 Stack, 2 Stack, 3 Stacks, 4 Stacks, 5 Stacks. Ich fange an, was zu ziehen. Den ab, den anderen Buff auch bekommen. Da ist er, diese rote Frau da oben bei meiner Debuff-Leiste. Und jetzt könnt ihr den einfach umholzen. Und dann habt ihr den Erfolg. Also an sich recht easy peasy. Der Heiler muss halt nur drücken wie im Bekloppten. Andernfalls funktioniert